Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Gothic. Ja, das letzte Mal haben wir auf der Suche nach dem Schamanen hier diesen Überraschungs-Dungeon gefunden. Da müssen wir. Oh, falsche Taste. Drücke ich immer wieder die falsche. Da müssen wir uns nochmal umziehen. So. Denn das war ja unser Anti-Magie-Outfit, will ich jetzt mal nennen. Hier in diesem umgekippten Turm. Da rechts auf der Seite, also hinter dieser Felswand, hinter dem Wasser, da seht ihr den Turm vom Xardas. Also unweit vom Turm vom Xardas ist hier dieser Skelettturm, würde ich es jetzt mal nennen, mit einem Haufen Untoten. Ja, so. Und jetzt machen wir uns weiter auf den Weg. Ui, so ist es, sehe ich nicht. Jetzt muss die Maus ein bisschen da. Wir sind ja an der falschen Ecke. Ich kann jetzt hier nochmal schnell auf die Karte gucken. Wir sind komplett auf der falschen Seite. Ich muss einmal quer durch das dunkle Gebiet, durch das Orkgebiet. Ja, wir suchen wie gesagt einen Ork-Schaman, denn Stardust hat uns den Rat gegeben. Ja, die Orks haben da wohl mehr, oder der haben halt mit diesem Erzdämon zu tun. Ja? Und das ist nicht der Schläfer, sondern das ist ein Erzdämon, den die Orks gerufen haben zur Verteidigung oder was auch immer. Und ja, die weiteren Informationen sollen wir uns dann von den Orks holen. Und dementsprechend sind wir hier noch unterwegs. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier neben geht es auch noch hoch. Ich meine, das ist ja. Mal gucken hier. Das ist immer blöd, wenn die Alt-Taste ein bisschen hängt bei Gothic. Die braucht man sehr häufig bei Gothic. Ja. Nein! Danke dafür. Ach, nee. Oh, das war der falsche Spielstand. Weiter geht's. Und hier nochmal ein Save machen. Ja. Mit dem Autosave ist immer so eine Sache, ne? Also, finde es schön, dass es drin ist. Also, definitiv. So, jetzt schwimmen wir nochmal schnell. Ja, das Gute ist, wir haben ja das letzte Mal ordentlich auch im Gebiet jetzt um den Turm rum und so weiter haben wir jetzt schon ein bisschen aufgeräumt. Da sind jetzt nicht mehr so viele Viecher unterwegs. Das heißt, wir können uns jetzt viel besser orientieren und bewegen. Ihr seht ja, das Gelände hier ist ein wenig zerklüftet, gebirgig. Und da braucht man halt Überblick und dann ist es halt wichtig, dass man halt was sieht, ne, wo man hin muss. Da, wo ich jetzt gerade runtergefallen bin, da geht es nur zum Turm vom Xardas. Das heißt, das ist eh der falsche Weg. Hier rechts hoch, da waren wir auch schon, da geht es so eine kleine Höhle. Hier war ja alles voll mit Gegnern. Und ich sehe. Achso, nee. Wollte ich gerade sagen, ey, das Gras ist schon wieder aus. Nein, da drüben ist Gras. Das liegt hier am Gebirge. So. Hier waren wir auch schon. Hier unten waren die ganzen Razor oder wie die hießen. Und da drüben ist jetzt eine Sackgasse hier. Mal genau gucken, dass wir hier keinen Weg irgendwie übersehen. Oh, ich muss hier. Ah, drück mal die falsche Taste für die Rüstung. Ins Inventabel. Mal gucken, ob es hier jetzt noch weiter ging. Irgendwie so durch den Berg durch oder so. Weil hier ist jetzt ein See. Da ist das Plateau mit dem Turm. Hier ist jetzt fertig. Ich denke, wir müssen auf die Haupt den Hauptweg da oben wieder zurück an die Kreuzung, wo wir quasi reingekommen sind ins Orkgebiet. Hier ist jetzt noch eine abgeschlossene Höhle. Ist okay. So, und hier beginnt jetzt wieder der Bewuchs. Ah. Okay, genau. Hier drüben ist jetzt eine Brücke. Diese Brücke würde ich jetzt, wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich werde es jetzt erst nochmal umgehen. Und zwar, indem ich jetzt hier drüben. Wartet mal, lasst uns erstmal hier hochgehen. Zu dem Turm. Wir sind gerade da. Ich sehe, da drüben geht der Weg hoch.
Vielleicht ist ja da der Ork, der Schamane, den wir suchen. Weil es ist so ein auffälliger Ort, ja. Wie der da oben so thront und so. Und da, man sieht auch, dass da ein Weg hochführt, so ganz prominent. Jetzt mal, wenn wir hier runter gucken. Wo geht's hier hin? Sind wir noch ein. Okay, hier geht's dann zum. Zum Lager, zum alten Lager. Hier ist ein einzelner Ork. Oh. Okay, ein einzelner Ork ist kein Problem. Ab 3 wird es ein Problem. 2 gehen auch noch, können aber schon tödlich sein. Also da merkt man halt wieder, wie gefährlich eigentlich Gothic ist. Ne? Also für alle Leute, die jetzt gerade Dark Souls spielen und so weiter. Ne? Also warum nicht mal die deutsche Variante probieren? Ist natürlich finanziell nicht so viel dahinter gewesen, das merkt man halt. Ne? Ist auch ein altes Spiel mittlerweile. Aber ist trotzdem sehr, sehr cool. So, ich habe das Gefühl, es könnte gleich ein bisschen ruckeln. Muss nicht sein, ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl. Ich hoffe, dass die Aufnahme nicht stockt. Das ist sowieso was, ja. Ich habe einen PC, der ist halt 10-mal so gut wie das ganze Spiel hier, ne? Also für die Leistungsfähigkeit oder sogar noch mehr. Aber dadurch, dass es halt nicht so gut programmiert ist, will ich jetzt mal sagen, und die ganzen Mods, die dann drauf sind, die natürlich auch mit sehr, sehr gutem Sachverstand und so weiter gemacht worden sind. Aber es ist natürlich so, dass so Fanprojekte nicht immer 100% so stabil sind, ne? Also ist natürlich klar. Damit habe ich eh zu kämpfen. Sehr seltsam. Da passiert es schon wieder. Das Bild wird schwarz, aber das Spiel läuft noch weiter. Gerade wollte ich sagen, ne, dass ich halt ein bisschen Probleme habe wegen den Mods mit der ganzen Verpackung hier. Mal gucken. So, und weiter geht's. Ich habe es jetzt nochmal neu gestartet und habe jetzt mal einen Mod rausgemacht. War den High-Texturen-Mod. Das sieht man jetzt auch schon hier an der Umgebung, wie verwaschen das ist. Aber, ja, ich muss jetzt. Oh, was war das? Komischer Flügelschlag. Ich muss jetzt einfach mal die Konsequenz ziehen, weil es läuft hier im hinteren Bereich vom Spiel doch sehr, 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 sehr schlecht. Ich habe hier echt Probleme. Und ja, so geht das halt nicht, dass ich jetzt hier ständig irgendwie 10 Minuten aufnehme und dann ist irgendwie immer eine Waffe. Oh, oh! Ich 10 Minuten aufnehme und dann wieder Probleme bekomme. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Was ist hier los? Die kloppen auf den Ork ein. Der sieht auch aus wie ein Schamane. Wow, er heißt Urshak. Das ist cool. Ich vermute, dass das der Schamane ist, den wir suchen. Ich sammle jetzt erstmal die Waffen ein und so weiter. Da ist noch ein Hebel, den müssen wir später betätigen. Ich habe das nicht mehr gewusst. Also ich schaue ja auch nichts nach, ne? Also so von wegen irgendwie Komplettlösung oder sowas. Ich habe mir einfach gedacht halt, dass dieser Ort hier oben, das sieht so prominent aus und man sieht auch den Weg schon da hochschlängeln. Und ich habe irgendwie vermutet, dass das, also es wurde mir quasi vom Spiel aufs Auge gedrückt. Das Ding, da ist irgendwas dahinter. Und ich glaube, das ist der Schamane. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Wer bist du? Ja. Wer bist du? Name Urshak, sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Ah, sehr schön. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen Sklave bei Menschen in Mine. Sein gelaufen weg, seien viele Winter her. Okay.
Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf im Kessel darüber. Dorf mit Kessel darüber? Also das war dann neun Lager. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak, gefallen in Ungnade. Haben beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak. Glauben, Krushak sei böser Dämon. Krushak? Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafe. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen, Schläfer. Okay, ist ganz interessant hier, dass die Orks von Gothic halt, wie sie gestaltet sind und so weiter. Also ich meine, sie sind ja so eine Mischung aus Herr der Ringe-Orks und, sagen wir mal, so diesen Warcraft-Warhammer-Orks, ne? Also diesen dicken grünen Orks. Die hier haben Fell und so weiter. Also sie haben eine eigene Art von Orks kreiert. Finde ich auch ganz schön. Das ist was ganz anderes und ja, vor allem halt auch größer als Menschen, kräftiger als Menschen. Das ist ja bei den Herr-der-Ringe-Orks nicht so, ne? Das sind sie ja eher verkrüppelte Menschen von der Größe her, oder Elfen in dem Fall. Was weißt du über den Schläfer? Fünf Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher, waren Söhne von Geist, wie Urshak. Fünf Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. Fünf Brüder von damals. Haben gebaut Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. Okay, oh nein, ein großer Tempel. Ja, wir wissen, das könnte ein Riesenthema werden. Mal gucken. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein tot und lebendig. Sein beides. Krushak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Okay, Untote. Mhm. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch. Haben gesagt Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen Urshak gehen. Brüder schlagen Urshak. Okay, ja, das ist unser Ziel wohl. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Urshak sagen Dank zu Fremder. Fremder retten Urshak. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Oh ja, sehr gut. Heimat von Urshak sein, wo Karte nicht bewahrt. Fremder geben Karte, dann Urshak machen Karte fertig. Ah, sehr gut, jetzt bekommen wir die komplette Karte. Erstaunlich, du bist ein guter Kartenzeichner. Danke. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremder nicht gehen, viele Krieger. Fremder sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen fremde Feuer, dann fremde sterben. Okay. Okay, okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urshak kennen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremder tragen Ulumulu, dann Fremder nicht sterben. Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremder gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulumulu. Fremder tragen Ulumulu, dann Fremder nicht sterben. Ja, ja, das mit dem Nicht-Sterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urshak sein in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund damals gewesen krank. Ja, in welcher Mine, ne? Warst du in der alten Mine gefangen? Urshak nicht verstehen.
Warst du in der verlassenen Mine gefangen? Weiß ich nicht. Ich hab nicht kennen wollt. Warst du in der freien Mine gefangen? Urshak gefangen in Mine und der Dorf in Kessel. Urshak glauben, Menschen nennen so. Mhm. Danke für deine Hilfe. Urshak danken, Fremde. Fremde retten Urshak. Fremde nun Freund von Urshak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urshak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Ja, sehr gut. Urshak nicht können gehen Heimat. Urshak nun hier wohnen. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Okay, Leute. Also, wir haben jetzt herausgefunden, wir gucken gleich mal auf die Karte. Ich will jetzt gerade nochmal Heilung nehmen, aber ich bekomme hier noch... Ach ja, ich habe jetzt die Ringe. Seht euch mal an, wie die Ringe jetzt aussehen. Das ist Schutz vor Feuer 20, ja, das ist natürlich super. Jetzt auch die ganzen Sachen im Inventar, ne? Das sind jetzt die ganzen, das normale Aussehen. So wie es halt auch bei Gothic dann war, ne? Also früher. Also ich habe jetzt nur noch den, ich wollte keinen Wein trinken. Ich habe jetzt nur noch den Reloaded-Renderer drin und natürlich das ist Systempack. Den Reloaded-Renderer erkennt ihr natürlich daran, dass, hier auch der Schatten so schön ist auch der Bewuchs ist noch da, aber halt die HD-Texturen sind jetzt ausgeschaltet, also die schönen. Ist nicht so schlimm, aber also es wäre schön, wenn's... Ich drück mal den Schalter. Okay, jetzt ist hier vielleicht irgendwo eine Tür aufgegangen. Hier oben ist noch ein Turm. Ich fände es halt schöner, wenn wir es in der besseren Qualität spielen könnten, aber es ist halt wirklich, es ist nicht spielbar, also im Moment. Und ich möchte jetzt ganz explizit nochmal sagen, ich gehe nicht davon aus, dass es an den Mods liegt, sondern wahrscheinlich an der Konfiguration mit meinem Computer. Da muss ich mir sowieso mal was überlegen, wieso komme ich nicht hoch, okay. Ah doch, ich kann hier hochspringen. Da muss ich mir auf jeden Fall mal was überlegen mit meinem Computer, denn ist einfach voll. Ja, also dadurch, dass ich hier so viele Dinge tue hier mit Videobearbeitung und so, ist einfach der Platz voll im Moment. Okay, also wir werden mit einer schönen Aussicht belohnt und das war's soweit. Jetzt schauen wir mal auf die Karte. Das ist jetzt genau, das ist jetzt die Karte komplett. Ihr seht den Pfeil in der Mitte unten. Links vom Pfeil, das müsste der Turm von Xardas sein. Und noch weiter links, das ist die Brücke, wo wir nicht drüber sind. Also es war eine gute Entscheidung, da nicht drüber zu sein. Also wahrscheinlich hatte ich es noch so im Hinterkopf. Weil ich wusste es nicht mehr. Oh! Okay, alles gut. Scheiß drauf. Wir sind ja gut ausgerüstet. Hatte ich es noch echt so im Hinterkopf, ne, dass ich, wo ich hin muss. Also, wir müssen jetzt zu den Wassermagiern. Ich mache hier nochmal ein Save. Oh, ich kann nicht speichern. Autospeichern funktioniert nicht mehr. Doch, okay. Ich dachte schon. Aber wir können jetzt mal ausprobieren, ob wir uns zu den Wassermagiern teleportieren können. Dadurch, dass jetzt diese HD-Texturen aus sind. Wünscht mir Glück. Yes. So. Es ist wieder zu geil, ne? Ich habe gerade gesagt, es läuft wesentlich stabiler ohne die HD-Texturen. Da schmiert das ganze Spiel ab. So ist das. Aber wir werden das schaffen, Leute. Wir werden das schaffen. Gut, dass du kommst. Oh. Ich habe schon auf dich gewartet. Aha, warum? Du hast auf mich gewartet. Warum? Gorn bat mich, dich bei deinem Auftauchen hier sofort zu ihm zu schicken. Was ist los? Er hat einen Plan zur Befreiung der besetzten Mine. Bewacht er noch den Zugang zur Mine? Ja. Bitte suche ihn so schnell wie möglich auf. Okay. Ich bin verletzt. Kannst du mich heilen? Lasse diesen Körper und den Geist gesunden.
So, na gut, dann gehen wir mal zum... Obwohl, wenn wir jetzt schon gerade hier sind. Hallo Magie zu Ehren. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Ich habe alle Tränke gekauft. Oder wie? Nee, hier sind noch. Okay. Gucken wir mal. Ich leg mal alle Tränke rein. Was ist das hier? Geschwindigkeitstränke? Okay. Oh. Entschuldigung. Ich habe mich extra weit weggelehnt vom Mikro. Ich hoffe, man hat es nicht so laut gehört für alle, die das mit Kopfhörern hören. So, jetzt gucken wir mal hier. Feueramulett können wir auch verkaufen. Wir haben ja jetzt das vom Urschlag bekommen. Die anderen Amulette, Schutz vor... Was ist das? Schutz vor Feuer 3. Na gut. 3 ist jetzt nicht so viel, aber wer weiß, ne? So, jetzt können wir hier die ganzen Kruschpack. Die haben 65er Schaden, sind aber trotzdem schwächer als meine. Gardistenhand bleibt. Das kommt raus. Der Götterhammer bleibt. Und dann die ganzen Orkwaffen. Weg. Schwere Armbrust. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben Bogen gelernt. Wir benutzen es ja eh nicht viel. Dann haben wir hier Langbogen, Knochen und einen Feldbogen. So. Das ist erstmal das. Und jetzt passen wir nochmal an. Von den kleineren werden wir einfach ein bisschen wegnehmen. Ich will lieber den, natürlich die hochwertigeren Tränke nehmen. Und ihr merkt einfach, wie das jetzt reinkickt, ne? Dass wir halt so viel Geld... Dass wir so viel auf Geld verdienen auswahlen. Also wir sind auf jeden Fall jetzt hier, haben wir jetzt kein Problem mehr damit. Ja, warte, hier geht's runter zum Erzhaufen. Wollen wir nicht hin. Wir gehen jetzt zum Gorn. Wir waren ja auch schon mal in der freien Mine, nachdem sie besetzt worden ist. Da war auf jeden Fall, da haben wir auf jeden Fall schon mal den Eingang freigeräumt. Hallo. Hallo. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie immer! Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Erz zu nahe kommt. Achso, nee, das ist ja falsch. Es tut mir leid, ich habe dich aus Versehen angesprochen. Ich wollte den Lee ansprechen. Hallo. Hallo Lee. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit gegangen. Dafür werden sie büßen. Okay, also nichts Neues. Kann ich da mal vorbei? Ja, ich wollte nochmal gucken, ob man hier jetzt 2 Händler plus 2 lernen kann. Plus 3. Plus 2 haben wir. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Gorn. Ich kann mich da null dran erinnern, dass man in der freien Mine, dass die besetzt wird, dass man da drin kämpfen muss. Vielleicht liegt es auch daran, welchen Pfad man spielt. Aber ich glaube, ich habe altes Lager schon mal durchgespielt. Das ist aber schon so lange her. Also es ist echt... eine Herausforderung. Und auf den alten Tempel bin ich nochmal gespannt, wie der sich jetzt nach diesen ganzen Jahren für mich so präsentiert. Ne? Hey Gorn! Du kommst gerade richtig. Jupp. Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Ich schütte mir gerade mal einen Kaffee ein. Denn ohne Kaffee macht das alles keinen Spaß. Ihr holt euch da auch gerne nochmal einen Kaffee zwischendrin, ist kein Problem. Also eine Rückeroberung mit 4 Mann. Ja, eine schön. Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Als Wassermagier mit sehr viel Kampferfahrung wurdest du bestimmt, die Operation durchzuführen. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Ich sehe auch aus wie ein Wassermagier, ne? Muss man sagen. Was ist der zweite? Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gomez-Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst.
Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Sehr schön. So, warum nicht? Ich muss ohnehin in die Mine. Lass uns den Okay, lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Ah, okay. Auf in den Kampf! Auf in den Kampf. So. Laufen die jetzt mit? Ja. Wir machen uns auf jeden Fall... Fast hätte ich es vergessen. Oh ja. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Okay. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Das ist so blöd. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Das sind halt so Sachen, ne? Das ist die Frage, warum machen die das, ne? Also, erstmal, ich bin beim Lee vorbeigegangen. Der hat mir nichts gesagt. Dann gehe ich zum Lee, zum Gorn. Der Gorn sagt mir so und so. Aber jetzt musst du nochmal zurück ins Lager. Du warst jetzt zwar gerade da, aber jetzt gehst du nochmal zurück. Also, das wirkt dann schon so ein bisschen, naja. Fragwürdig. Also ich habe auf jeden Fall jetzt beschlossen, die nächste Folge werde ich dann wieder den HD-Renderer anmachen. Ich will es mal ausprobieren. Ich würde es halt gerne auch komplett, also weitestgehend komplett jetzt mittlerweile, muss man ja sagen, in der schönen Qualität spielen, dass man noch die HD-Texturen drüber haben. So habe ich begonnen, so würde ich es gerne beenden. Ich gehe nämlich sowieso davon aus, dass wir den Tempel der Orks vermutlich ohne HD-Texturen machen müssen. Ein bisschen braten noch zwischendrin. Weil der Tempel der Orks halt einfach... Ich habe ein bisschen Angst davor. Wir haben ja schon so Tempelgebiete oder Höhlengebiete erlebt. Die waren ja... sehr unstabil und so weiter. Also da werde ich vermutlich erstmal hart ausprobieren müssen, bis es alles läuft. Ne? Okay, Gorn möchte, dass ich komme. Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Okay, worum geht's? Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Das klingt gut. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gomez. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Das klingt doch gut. Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. Okay, das klingt auf jeden Fall gut. Machen wir. Okay, Leute, ich mache jetzt hier eine kurze Pause. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und, ja. Ich werde dann nochmal den Renderer anschmeißen, also die HD-Texturen. Und dann, werde ich schon mal einen Testlauf machen. Quasi hier von der Position mit dem Gorn. Mit dem HD-Renderer bis in die Mine rein, ne? Und dann, wenn wir das dann nochmal... ich gehe davon aus, dass da jetzt auch nicht mehr viel passiert, weil wir haben ja den Eingang schon geräumt. Deswegen war der Kampf auch so hart, weil wir den normalerweise hier mit den ganzen Söldnern machen. Keine Ahnung. Ja, ich danke euch, dass ihr dabei seid, auch wenn es hier so ein bisschen hickhackig ist, was die Qualität betrifft, aber... Es ist nicht alles immer so einfach. Ich speichere nochmal. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.